Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni No Kuni. Ich habe jetzt mal ein paar Kreaturen mit Heilmanövern ausgestattet. Also ich habe jetzt mehr als eine. Da fällt mir gerade ein, ich hätte vielleicht was tauschen sollen. Damit auch andere heilen können. Jetzt hat nämlich Esther 2 die heilen können, fällt mir gerade so ein. Tom Puh konnte ich leider nichts beibringen, das heilt. Aber ich habe ihnen auch mal stärkere Skills gegeben allen. Ja, Esther, willst du nicht mal heilen? Heil Gunther, du dummes Vieh! Schön, wie er rumsteht und nichts tut. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Warum kriege ich so massig Schaden? Und ich kriege wirklich massig Schaden. Ja. Guck mal, hier ist Schaden an, die wir kriegen. Ich hab halt. Den Herrn Anführer verloren. Oh, es geht nicht zu einer Maske, um nach einer blamablen Niederlage die eigene Schamröte zu verbergen. Wir sind eure nächsten Gegner, Roxana. Himmelfahrtskommando. Seid ihr auch Zähne, du? Ah, ich sehe, ihr bestand unsere Flügel. Wir haben sie übrigens selbst angefertigt. Damit würdigen wir Xanatu und den Traum vom Fliegen. Sind nicht schlecht, was? Was sind das denn? Also das rechts kenne ich nicht, die anderen beiden kenne ich. Ach komm schon, ich habe nicht mal die Chance, irgendwas zu tun. Das war, ist echt fies. Es geht los, oder tot. Heilt das mich nicht selber? Heil der Regen heilt doch alle, hatte ich. Ja, schön.
Also im Grunde kann ich gar nichts wirklich machen, oder? Ich bin hier recht haut hoch, ja, dann kümmern wir uns um andere Sachen. Ich bin echt verwirrt. Was muss ich denn machen, um die zu bezwingen? Warum hatte ich auch keine Chance, irgendwie mich zu heilen oder sonst irgendwas? Hey, der hat doch Leben gehabt. Zwar nicht viel, aber immerhin. Das mache ich später nochmal wieder. Das lasse ich nicht mehr versetzen. Warum machen die so extrem Schaden? Die haben doch nur ganz normale Gegner. Ich verstehe das halt gar nicht. Es war zwar besser, aber immer noch nicht gut. Warum sind meine Gegner eigentlich voll geheilt und ich nicht? Da brauche ich wirklich massig Verteidigung. 157. Ja, die hat. Die hat eigentlich mehr als. Die hat allgemein mehr Verteidigung. Und die ist auch Level höher. Ach, wahrscheinlich konnte ich ihn ja später machen. Egal. So. Ich bin doch voll. Okay. Wo müssen wir da als nächstes hin? Gipfel der Qualmhöhe. Muss ich da schon wieder hin? Ich weiß nicht, wie oft war ich jetzt schon auf dieser blöden Qualmhöhe? Na los, komm, dann kann ich wenigstens kurz meine Kreatur mit Schokolade vollstopfen. Wow, hat sogar mal was gebracht. Moment, glaube ich gerade richtig. Ja, sieht richtig aus. Was ist das denn für ein Vieh? Das habe ich hier noch nie gesehen. Drachette. Wow. Hier noch nie gesehen. Das ist eins von diesen Dingen, heute man super leveln kann. Komm, Pyro-Pimpf, du wirst mich angreifen, ich weiß es. Was? Vier? Come on, you guys. Soll das so sein? Dass ich. Wieso sind das plötzlich vier Gegner? Hier hat sich aber ein bisschen was verändert. Wieso kämpfe ich jetzt plötzlich gegen vier Gegner? Will mich nicht beschweren, aber es ist trotzdem ungewohnt plötzlich. Und wieso kriege ich plötzlich hier Planetentropfen und so ein Mist? Das finde ich auch sehr merkwürdig. Du wirst mich auch angreifen, weil du alle angreifst.
Einen Rückenwallen lasse ich mir jetzt auch nicht. Das sind jetzt plötzlich alle vier. Diese Faust ist cool. Gut gemacht, Gunther. Hat er die auch im Kampf eingesetzt? Von denen kann ich Hunderte besiegen, denke ich mal. Und zwar auf einmal, weil ich halt sehr stark über ihm Level bin. Könnten auch 10 gleichzeitig sein, das ist nur 3. War das ein Bug oder ist das Absicht gewesen? Wow! Wären die stärker? Je weiter ich hochkomme? Es ist nicht unnütz. Aber es ist auch nicht so wichtig, dass, also es hilft mir nicht so sehr. Ach, Tröpfchen. Das heißt, dieses Lava-Vieh wird jetzt hier auf uns warten. Ich bin aber echt überrascht, wie stark diese Gegner, wie stark die waren. Warum haben die nicht einfach Shadar bekämpft? Die ja doch stärker sind als ich. Ein Drachilein. Ein Kampfpinscher, die gehört ja gar nicht her. Der ist noch stärker als der Rest. Hat es damit zu tun gehabt, dass wir jetzt das Spiel geschafft haben, dass jetzt alles stärker ist? Und wir auch immer mehr Zeug kriegen. Also das sind alles Sachen, die wir hier nie gekriegt haben. Aber wir haben damit zugeschmissen. Ja, du mit deiner Windel. Du Windel-Winnie. Der war jetzt direkt in uns reingerannt. Ich will gar nicht gegen die antreten, die sind jetzt eigentlich doch zu schwach. Oh, ich dachte, da renne ich dran vorbei. Es sind immer die Drachilines dabei. Und wieder geheilt. Durch die Drachilines wird es auch wenigstens interessant. Komm, nehme ich euch mit. Oh, schade. Verstärkt der Drachilein die vielleicht irgendwie? Aber immerhin die 200.000 schon geknackt. Tröpfchen erscheint wahrscheinlich gleich einfach wieder.
hatten wir ja schon mal vor einiger, vor ziemlich langer Zeit. Oh, er kommt da. Komm, ich will die letzte Stufe erreichen. Da muss ich aber noch ein bisschen was nicht reinstopfen, ich weiß. Aber trotzdem will ich es erreichen. So klinge ich übrigens, wenn ich merke, dass ich jetzt Feierabend habe. Oder Urlaub. Oder Wochenende. Genau so. Boah, ich freue mich schon drauf, wenn ich das nicht mehr ständig machen muss, weil ich fertig bin. Ja, höher gekommen. Sind aber noch zwei Stufen, glaube ich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass andere, bessere Spezialitäten das schneller machen. Da muss ich halt echt voll stopfen bis zum geht nicht mehr. Dich bräuchte ich eigentlich um einige Stufen mehr in der Verteidigung. Der ist echt super im Angriff, aber der kriegt so schnell auf die Fresse. Er braucht mehr Verteidigung und mehr magische Verteidigung. So, dann schauen wir mal, was das Ding jetzt für uns bereithält. Oh, noch so ein verfluchtes Rissding. Das gefällt mir nicht, Junge. Ganz und gar nicht. Wetten, dass sich hier ein mächtiges Monster rumtreibt? Hm, was machen wir, wenn es wirklich auftaucht? Ich, dann hau ich's kaputt. Vorsicht, Olle, ich spüre, was richtig übel ist. Hab so ein Kitzel in der Laterne. Warum haben uns eigentlich diese Typen vom S-Rang oder vom A-Rang nicht geholfen? Was machst du? Oh, das also. Oh ja, hat schon was drauf. Ja, greif doch einfach an, Mensch! Dann renne ich in die Lava, du Idiot. Ins Feuer. Aber da ich die Tröte jetzt habe, kann ich mich tatsächlich auch zur Not selber heilen. Echt, das am Boden, natürlich. Komm schon, ich würde gern was machen.
Kriegt das was? Sieht nicht aus. Dieses dämliche Feuerwehr bringt das derzeit wenig. Bombardieren einfach mal von Jensen. Die machen das schon. Ich glaube einfach mal eine Defensive. Sauer auf mich? Ah, sind wir aus. Oh, was fehlt? Das wundert mich jetzt aber. Ich mach das schon. Aber hier sind bleiben. Ach ja, ich kann ja wunderbar springen. Was du machst. Ah, das Vieh ist einfach zu groß. Die Sicht ist so schlecht. Einfach nur unterstützen, den Rest machen sie. Okay, ich helfe mal kurz mit. Er schlagt doch zu, Mensch, und tänzelt nicht dumm rum. Es ist die Gelegenheit. Lasst uns nichts tun. So, den haben wir auch geschlagen. Auf jeden Fall gibt es wieder ordentlich Level. Bringt kaum noch was. So, nächste. Ah ja. Nee, warte mal, war das nicht? Der Flüsterfälle. Flüsterfälle, magischer Begleiter. Da oben irgendwo, okay. Ich hab's gewusst. Hoffen wir, dass wir jetzt nicht nochmal hierher müssen. Flüsterfälle. Ich hab's vermutet, dass das irgendwo da oben ist, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich vermute mal, für die Ritter, die der Kokosnuss, also ihr wisst, welche Ritter ich meine, muss man Ah, ne, da oben müssen wir hin. Könnte ich mir vorstellen, dass ich diese Roboter besiegen muss. Kann man eigentlich in diese Höhlen da rein? Offenbar ja nicht. Was ist das denn da oben? Scheint normaler Gegner zu sein. Ein Elchkopf. Wie wird sie besiegen? Ich will das Vieh töten, wir wissen, was das ist. Was ist das? Das ist ein Ulch! Ganz schön zäh das Vieh und das ist nicht mal der Boss, den wir besiegen müssen. Also wird irgendwo hier in der Umgebung wahrscheinlich dieser spezielle Ulch sein. Stand da gerade Ulrichs Fluch? Der unglaubliche Ulm. Es sind definitiv stärkere Kreaturen hier aufgetaucht. Aber sowas von definitiv. Man sieht's hier. Das heißt, irgendwo hier oben könnte dann wirklich dieses Vieh sein, was wir bekämpfen müssen. Ich will nur mal gucken, ob ich vielleicht Glück habe. Das will ich auch wissen, du müsstest ja eigentlich weglaufen. Ja, da habe ich mich aber geirrt. Wie war das denn eigentlich friedlich? Elefant in Böse. Ich will mal kalt machen. Bullefant. Genie-Hüppelchen und was ist das da? Ein Schmorspatz. Machen wir den Ulch kaputt und dann gehen wir in dieses Portal. Zum Glück habe ich den gefunden. Merkt den Unterschied zu Ulchen. Merkt aber auch den Kampfkraft des Ulchs. Es ist der unglaubliche Ulch. Mal sehen, was du so drauf hast. Ist einfach nur ein Ulch. Die machen nicht viel Schaden. Black Dragon Steel, schön. Der hat mir jetzt aber Schaden gemacht. Der ist um einiges stärker als die anderen, wie mir scheint. Ist das am Boden? Das ist echt schön. Ich hasse es, wenn Olli einfach stehen bleibt, dann ewig. Alter! Echt, auf die Entfernung greift der, trifft er damit?
ist das für ein Monster? Jetzt kann ich wieder ewig nichts machen. Jetzt ist Sven gleich am Boden, deswegen. War so klar. Ey, das ist doch scheiße, dass er schon wieder am Boden liegt. Ich kann jetzt halt ewig lang immer nichts machen dadurch. Was sind das für Monster hier? Das ist so nervig. Jetzt musst du erstmal 10 Stunden warten, bevor du das machen kannst. Bevor ich das überhaupt... Komm zu nix. Ich bin halt nur am Heilen. Voller Einsatz. Du hättest dich mal selber heilen sollen. Das Vieh ist sowas von Imba. Das ist ein richtig gemeiner Gegner, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es... Also entweder sind alle Gegner mal um einige stärker geworden oder ich bin einfach um einige schlechter geworden. Zwischendrin liegt. Oh ja. Okay. Ich brauche unbedingt mehr. Das Vieh ist unsch. Also es wirkt echt unbesiegbar. Thank you.
Abreibung kann man auch ausweichen, das ist okay. Der unglaubliche Ult, den weicht er nicht aus. Und der ist wieder am Ende. Danke, Esther. Macht's mir echt so schwer, dass ich mir wünsche, das Vieh ist bald tot. Wenn es nicht mega viel Geld gibt, bin ich echt enttäuscht. Battleman, weich aus, Mensch. Susi, heile! Macht's aber nicht! Ich treffe das hier noch gar nicht. Das ist ein geiler Angriff für dich. Oh! Ich könnte ein bisschen Heilung brauchen. Geh lieber auf mich los. Das trifft eh nicht. Einmal in das Hand. Oh, jetzt hätte ich den Windschlag. Das war's? Das war ja wirklich enttäuschend. Ich hätte gern 10.000 Erfahrungspunkte oder 20. Also hat sich's gerade angefühlt. So wenig. Das war ein fieses Drecksvieh, muss ich sagen. Ich hoffe, sowas habe ich nicht nochmal gegen mich. Ach, was rede ich da? Ich weiß, dass ich es wieder bald nicht noch mehr solche Gegner gegen mich habe. Konnte ich eigentlich hier oben rein? Schade. Sah nach so einem geheimen Gebiet aus. Noch mehr Ulche. Ich verzichte. Ich guck mal, wie viel Zeit ich eigentlich noch habe. Oh, die Zeit ist schon vorbei. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Ni No Kuni für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye, Leute.